So, wir machen direkt weiter und ich begrüße euch herzlich zu einem 40. Part von GTA 4. So schnell geht es, meine lieben Damen und Herren. Mein Name ist Copa Quarius, wie immer seine Ehre für Sie, diesen Part aufnehmen zu dürfen. Und im letzten Part haben wir uns für den einen und gegen den anderen Bruder entschieden. Unbekannter Anrufer. Fuck you. Facility? Hey, Jerry. I heard you've been locked up. I'm sorry to hear that. We gotta discuss something. I put you on the visitors list here. You come down. Verstehe. Ein Ausbruch. Das kriegen wir hin. Wir haben ja schon eine Bank überfallen. Da ist ein Gefängnisausbruch. So. Das ist doch nix. Von daher, wir haben uns für den einen Bruder entschieden. Und gegen den anderen. Francis McCreary ist tot. Durch unsere Waffe hat er einen Headshot kassiert. Denn er war ein ja wirklich schrecklicher Mensch, den keiner vermisst hat. Ein korrupter... Nein, Nico. Da ist direkt ein Kopf. Ein korrupter Kopf. Nico, danke für die Aktion auf der Beerdigung. Du bist ein guter Mann. Das war Wahnsinn. War natürlich das Letzte, was man brauchte. Hab gesehen, dass du mit Kate gerade... Willst du mich verarschen? Du dreckiger Bastard! Was hab ich denn gemacht, hä? Was hab ich gemacht, du Wichser? Was hab ich gemacht? Verfecktes Stück Scheiße. Du willst mich doch gerade komplett verarschen. Das war gerade typisch amerikanische Polizei in Action, ey. Ich habe sogar extra nichts gemacht, um am Ende dann doch noch angegriffen zu werden, ey. Absolut lächerlich. Wo ist überhaupt die verdammte Minimap, wo ich sie brauche? Welcher Scheiße! Wo waren wir stehen geblieben? Hier, Textmessage, Nachrichten. Danke für die Aktion auf der Höhe, du bist ein guter Mann, das war der Wahnsinn, als ich das, was man brauchte. Abgesehen, dass du mit Kate geredet hast, du listiger Bastard, diese Augen sehen alles. Ja, ist ja gut. Mr. Big Brother. Wir müssen schnell rüber, einen neuen Wagen bekommen, weil natürlich ist dieser Reifen geplatzt und wir haben keine Kontrolle. Ferrocci. Oh, wir ballern mal kurz mit Full Speed. So. Das war so klar, ey. So, easy und schnell weg jetzt hier. Meine Güte. Yeah, I sure don't need this, so. Indian Connection, baby. Von welchem Kopf wurde ich denn gerade gesehen? Was ist das für ein Bullshit? Welche Scheiße? Oh, das ist der Heli, ja. Fuck. Fucking hell. Du scheiß Helikopter. Scheiß Helikopter. Du bist ein scheiß Helikopter. Schnell da rein. Verstecken. Sehr gut. Sorry, it's an ugly city. Genau, also. Zu viel Action, weil so ein dreckiger Cop dachte, er muss irgendwie einen auf Macker machen. Hier. Stimmt, neue Schusssichte. Neue Schusssichte. Ihr Weste wäre auch von Vorteil. Dessen bin ich mir sicher. Wenn wir mit einem komplett demolierten Kopfwagen hier entlang fahren. Gut genug für uns. So, genau, ja. Denn Francis McCreary ist nun endgültig tot. Er hat uns die ganze Zeit bedroht. Er hat gesagt, wir haben Dreck am Stecken und er hat Beweise dafür. Dann haben wir ihn einfach mal erledigt.
dann wird er uns so nicht mehr stören. Ja, wie gesagt, er hat den letzten Schritt gemacht, also einen Schritt zu viel. Also ist über die Grenze gegangen, nachdem er von uns verlangt hat, seinen eigenen Bruder Derek zu erledigen, dem wir bereits schon geholfen hatten und gut mit ihm klarkamen. Deswegen war diese Entscheidung einfach für uns. Ja, ich weiß. So, kugelsichere Weste. Und natürlich wie immer überall die Munition voll ballern. Wir haben das Geld dafür. So. Bam, 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 bam. Ja, neue Shotgun-Shells ist auch eine gute Idee. Ja. Ja, chill, Digga. Ich schmeiß gerade deinen Laden voll mit Geld. Kann machen, was ich will. Can do whatever I fucking want, you son of a gun. Aber ja, so. Jo, bis dann. Und dann natürlich kam es dann noch dicker, denn auf einmal haben wir auch die Nachricht bekommen, dass Jerry McCrea, auch ein nun fast schon guter Freund, kann man sagen, von uns, verhaftet wurde. Und dann, um auch nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte zu haben, wurde mitten auf der Beerdigung von Francis, die relativ schnell kam nach seinem Tod, auch noch die Albaner aufmerksam auf uns, haben die McCreas angegriffen. Und so sind wir nun hier und machen wieder eine nächste Mission für Ray Bocino. Nach dem großen Museumsding. No way on the subway. Hey, here he is right here. Phil Nico. Nico Phil. So you're the guy who got jumped for a couple of million. Yeah. You gonna pop me for it? No, I've heard good things. Some odd friends, but you know, what are you gonna do? You're right. I've been keeping bad company. Oh, you mean this guy? He's okay. Well, he pays up and he ain't gone stage yet. Very funny, ha ha. Listen, we got a lot of missing money, and we got a problem with these fucking bikers. And I've got the problem finding someone. Yeah, I nearly got something on that. So we sent some of our boys after the money. Maybe you can deal with the bikers. Calm them down. They're causing trouble on the corner of Vauxite and Exeter. Sure. Otherwise, you and Raymond here got a serious problem. The boss has got to get paid. Even when people forget to tell them about things they're working on. I don't bust my balls. What's the point of talking about things unless they become real? I'm sure. Yeah, I'm sure you're sure, Phil. You of all people. Now, what the hell does that mean? Nothing. I mean, come on. You're a guy who knows what's what, right? Phil, take it easy. Take it easy. Fahrt zum Treffpunkt der Mitglieder von The Lost. Werden wir Johnny... fast überfahren worden. Werden wir Johnny da wiedersehen? Das ist natürlich die Frage. Machen wir uns mal... Jesus, guys. Calm the fuck down. Wir machen uns aber mal schön auf den Weg. Weghaus. Ha. Ja, schöner Wagen. Wir haben aber alle den schönsten Wagen hier. Also schaut euch den an. Einfach wunderschön. Und dadurch, dass die Kopfwagen natürlich schön den Rubberband-Effekt reinballern, sind diese Kopfwagen auch gar nicht mal so langsam, wie ihr merkt. Müssen sie sein, sonst kannst du ja auch irgendwie, wenn jemand einfach so einen Aventador dann einsteigt und wegballert und mit dem Polizeiwagen nicht hinterherkommst, ist das schon ein bisschen sad, ne? Das Lustige war auch immer auch, das macht ja auch zum Beispiel auch Sinn, bei so einem Paint Spray kannst du auch mit keinem Kopfwagen hin, weil die nicht in einem Kopfwagen arbeiten wollen. Damit, mit denen wollte ich es natürlich nicht verscherzen. Na gut, wir sollen gleich da sein. Banner da hier schön die Straße runter, dass wenigstens quasi der Nachteil in solchen Städten wie New York ist halt, dass das nicht wirklich schön ist, finde ich. Das ist kein natürlicher Straßenverlauf, kein natürlicher Werdegang einer Stadt. Aber der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass das alles so durchgeplant ist, hat man es auch relativ einfach immer die Ecke von der in der Straße, die Ecke von der in der Straße immer schön geordnet in diesen vier Ecken halt. Ja. So. You took something that belonged to my employers. Shit! That's the cocksucker that Johnny ripped off of the diamond loot. Hey, why don't we see if he can keep up with some real American bikers? Hey, let's do this! Natürlich. Here we go again. Darf ich auch oder willst du das die ganze Zeit nur anschauen? Okay, willst du die ganze Zeit nur anschauen. Independence, so. Ja, gut, erledigen die Biker.
Das werden wir machen, keine Sorge. Oh, den einen Bike haben wir doch jetzt schön gerade durchlöchert. Das ist hier Johnny und Nico, nachdem sie ja wieder gesehen haben, scheinen sie auch zu respektieren, besonders dass sie vorher auch einen Auftrag gemacht haben. Ah, der Biker ist in der U-Bahn voll gegen. Ja, wunderbar. Digga, den haben wir gerade ungefähr 30 Kugeln in den Rücken verpasst. Wie kann es denn sein, dass der Typ noch steht? Ich schwöre euch mal, oder sitzt, wenn ihr wisst, was ich meine. Also was denkt ihr auf der U-Bahn? Was denken sie auch die Leute gerade in der U-Bahn, ne? Irgendwelche Biker fahren hier rum. Digga, der wird doch gerade durchlöchert, ohne Spaß. Hallo, ist der unsterblich oder so? Ich glaube, der ist unsterblich. Der Typ will mich doch also der ist garantiert unsterblich. Der lockt uns jetzt quasi in so einen Hideout da los, wo wir dann gegen mehr von denen kämpfen müssen oder so. Ich kenne die Mission nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es so weit geht. Bei dem Typen haben wir gerade so zersiebt inzwischen schon. Der ist schon dreimal tot eigentlich. Ja, sein Fahrzeug kriege ich auch nicht in die Luft. Ach, jetzt fällt er mal tot um. Okay, what the fuck, warum haben wir hier so viele... Ich glaube, es ist eine Massenkarambolage, um in den Zug einzusteigen. In England we call them adverts, but here you call them shite. I got rid of those bikers for you. Johnny wasn't there, though. The other guy's meant to be taking care of him. Don't worry about it, Nicky. Okay. Gut, hat sich das erledigt. Dann machen wir mal als Abwechslung wieder was mit Brucey, würde ich jetzt mal vorschlagen, damit wir auch mal mit dem das freischalten. Brucey. Ja, machen wir mal ein Rennen mit ihm. Schon ein Rennen, haben wir lange nicht mehr gemacht. Brucey, are there any races going on at the moment? Nicky, I was hoping you'd want to do this shit. Intense, win this shit for me, man. I got one for you. You'll be racing on the airport front, bro. Do it, Nicky. You're number one. Begib dich an die Startlinie. Da sollen wir natürlich vorher ein gutes Auto erwischen. Nicht irgendein Trash und im schlimmsten Fall auch noch ein fucking Motorrad. Welche? Oh, wir sind auf der Insel. Hier gibt's nicht so geile Autos. Gibt's hier irgendwo ein gutes Auto? Komm, wär's mal das da. Oder? Klauen wir einen Kopfwagen, die sind doch schnell. Hey, dann fahren uns los, sonst wird das Rennen abgesagt. Mal schauen, ob wir mit einem Kopfwagen fahren können, weil das sind die schnellsten Autos, die ich jetzt hier mir in der Nähe gerade vorstellen kann. Okay, nice. Begib dich an die Startlinie, wird gemacht. Können wir einfach durch den Park fahren. Voll leise, Junge. Aber gut, dass man da, der meinte doch, dass man am Flughafen fährt, oder? Oder? Ja, ich glaube schon. Ja, so. Dann fahren wir mal an die Startlinie.
Digga, ich bin in einen reingefahren, das Rennen wurde... Willst du mich verarschen? Yo, Brucey, I'm in the mood to do some racing. Is there one going on? You still got an appetite, even though you didn't win that last one. I love it. I've got something for you, bro. The race goes through South Broker. Dominated. Ich gebe dem Scheiß noch eine Chance. Das war gerade aber sehr harter Bullshit, Alter. Meine Scheiße, ey. Okay. Ich kann auch nicht mal die Nachricht lesen, die erscheint. Also irgendwas stand da. Wahrscheinlich so, bleib stehen auf deine Startposition oder so. Aber natürlich ging das nicht. Weil einmal hinten in den Guy reinfahren, sofort heißt es, Rennen abgebrochen wird. Ja, lutsch doch meinen Lenker weg, ey. Meine Phrase. Ups. Good God. So. What the fuck? So. Not the car. Sehr dramatisch. Ich schau mal kurz. Gibt's da irgendwas Interestingness-mäßig? Klimaterroristen ist laut Unwort des Jahres. Das ist ein schönes Thema. Klimaterroristen, die letzte Generation und der ganze Schwachsinn da. Das kann man nur dazu sagen. Also. Besorg dir ein passendes Fahrzeug. Willst du mich verarschen? Natürlich dürfen wir nicht. Du mieses Stück Dreck. Da ist jetzt auch wieder ein Kopf. Aber ich versuche da mal halt den zu klauen. Komm schon, geh aus da jetzt! Da sind auch noch irgendwie Leute mit Lappenautos, also klappt das schon. Den Kometen zu schlagen wird definitiv schwierig, aber solange wir es aber nur besser durchhauen, wird es auch okay sein. Hier können wir gut blockieren. Jetzt werden wir von irgendwelchen Schiebekarren da blockiert, ey. Das ist auch scheiße. Runde 1 von 3. Oh shit. Ja, auf den Geraden wird der Kombi natürlich voll wegbrettern. Da eine Crashen blockiert alles, damit der erste noch weiter wegfahren darf. Geiler Scheiß, danke für nichts. Ja, hau die Mutter, aber weg, ist mir doch egal, Mann. Ah, ich wusste es, das war sehr klar. Sehr schön, der Typ ist ein Lappen und crasht. Oh, ich wünschte, ich hätte die Corvette gehabt. Aber wir schaffen es auch mit einem normalen Auto easy. Genau, ja, Klimaterroristen. Das ist ja eine ganz kontroverse Sache. Das ist ja dieses große Diskussionsthema. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon hältst. Großes Diskussionsthema, halt die letzte Generation. Ist das richtiger Protest oder ist das fast schon eine Art von Terrorismus, eine ungute Sache? So gesehen, auf eine gewisse Weise kann ich die letzte Generation ja verstehen. Also, ne, wir gehen mal pro erstmal durch und dann kontra. Weil die erste Generation hat mit der Aussage halt recht, dass sie sagen, ja, wir haben versucht zu diskutieren, wir haben versucht irgendwie das Klimaabkommen, man hat alles probiert, darüber zu reden, Pläne zu machen, Abkommen zu machen und immer wieder haben die Weltpolitiker gezeigt, dass sie damit nichts machen und auch nichts erreichen. Sondern es wird immer nur geredet, 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 es wird aber nichts gemacht. Und was kann man denn tun, wenn man wirklich alles probiert, immer wieder versucht zu reden, das zu klären und im Endeffekt dann am Ende, ja, man nur enttäuscht wird und ignoriert wird und ausgelacht wird und gesagt wird, ah, egal, die Wirtschaft, der Markt regelt alles und ist ja nicht so wichtig und die Firmen dürfen wir nicht einschränken, bla bla bla.
Jetzt machen die Firmen easy peasy einfach, schieben die Kosten auf den Endverbrauch ab und dann hat sich das erledigt und so. Was kann man machen, wenn die Leute nicht mehr hören? Man muss halt irgendwie auf sie aufmerksam machen, man muss auf diese Sache aufmerksam machen, weil es halt keine Kompromisse eigentlich geben darf, weil es entweder heißt, das da oder gar nichts, die Welt retten oder die Welt geht unter. Und mit so einer Mentalität müssen wir eigentlich reingehen, weil irgendwie so ein, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, das 1,5 Grad Ziel ist eh schon komplett unmöglich. Und selbst 2 Grad wird auch extrem schwierig und so. Und wenn man halt nichts Drastisches tut, nicht irgendwie es schafft, die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zu bringen, ob nun mit extrem oder anderen extremen Mitteln, dann wird gar nichts geschehen. Auf diese Art und Weise, wenn man so argumentiert, kann ich es ein bisschen nachvollziehen, kann ich sagen, ja, kann ich schon verstehen, so, ich fühle mit bei dieser Sache. Wo natürlich aber wieder das Kontraargument kommt, ist ganz klar die Sache, dass natürlich das, wie man auf sie aufmerksam macht, halt extrem sein muss, damit Leute darüber reden, aber es einfach zu extrem ist. Die ganze Zeit sich irgendwie an Straßen festkleben, sich selber und andere Menschen bedrohen durch sein Verhalten. Und im schlimmsten Falle werden diese Klimaaktivisten oder Terroristen überfahren. Bis jetzt ist es nicht dazu gekommen, das waren nur Fake News, aber es könnte auch dazu kommen, dass durch so eine Blockade wichtige also wichtige Menschen nicht durchkommen, wie halt Polizisten oder Ärzte, also Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei. Wenn da alles komplett blockiert wird durch die Klimaaktivisten da, dann könnte Schlimmes passieren. Bis jetzt ist sowas noch nicht passiert. Aber wenn es passiert, gibt es das natürlich weiter Öl in das Feuer derjenigen, die Klimaaktivismus generell als halt etwas Feindliches ansehen und sagen, ja, bla bla bla. Ne? Das ist perfekt für die, um dieses Feindbild zu kreieren, dass jeder, der dafür kämpft, eine bessere Welt zu erschaffen und dafür kämpft, dass man das Klimaabkommen einhält, die werden dann alle dafür diskreditiert, weil nur diese extremen Beispiele dann ins, in den Kopf kommen, wenn man über Aktivismus redet. Allein, dass dieses Wort existiert, Klimaterrorismus, und es fast für manche Menschen auf der gleichen Stufe steht wie Klimaaktivismus, ist halt schon etwas Fatales und etwas Schlechtes und sorgt dafür, dass manchmal vernünftige Diskussionen gar nicht möglich sind und so über dieses Thema. Und so. Deswegen ist das für mich so ein zwiegespaltenes Thema. Ein zweiseitiges Schwert, was? Münze? Ihr wisst, was ich meine. Es ist halt. Ist halt schwierig, weil. Das könnt ihr auch gerne schreiben, was ihr dazu sagen würdet, weil mir würden dann auch nicht Ideen einfallen, wie man es besser machen könnte. Wie kann man ganz viel Aufmerksamkeit auf sie bekommen, ohne irgendwie den Leuten hart auf die Eier zu gehen? Sehr schön, wir haben gewonnen. Das ist halt auch das Schwierige an dieser ganzen Sache. Aber ich bin definitiv eher mehr auf der Seite von denen als gegen sie. Weil es gibt ja viele Menschen, die natürlich dann sagen, oh, was für Wichser, und die sollten mal alle abknallen und ins Gefängnis tun, was für ein Schwachsinn. Auf gar keinen Fall. Aber sie gehen definitiv objektiv gesehen auch einfach zu weit. Also es muss einen besseren Weg geben. Wie dieser Weg, wo, wie, was, ist schwierig, sehr schwierig. Aber gut, im nächsten Part werde ich dann mal, ich werde nochmal Ray Buccino den Storystrang weitergehen, wie sie nutzt dann im nächsten Part vor dem italienischen Restaurant. Haut rein, bis dann und ciao.